Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls und heute geht es weiter. Leider habe ich nicht so viel Zeit, Leute, also muss ich mich ganz schnell beeilen. Heute habe ich ne nämlich nicht so viel Zeit, um aufzunehmen. Dieses Video wird maximal 20 Minuten lang. Denn mehr Zeit habe ich leider nicht. Leute. Denn ich habe nicht so viel Zeit, um, tja, das hier aufzunehmen. Muss mich nämlich beeilen. Und wie oft muss ich doch das. Ey, was laber ich für eine Scheiße, Leute? Sorry, Leute, aber. Ey, Digga! Ey, Digga, das ist der Zwiebelritter. Mit dem muss man aufpassen. Der geht ja ab. Digga. Okay, mit dem müssen wir aufpassen, Leute. Okay, der hat noch voll wenig Leben. Ey, sein Ernst? Warum hält er sich auch hoch? Oh nein, der Zwiebelritter. Ja, das war eine sehr schlechte Idee. Haha, hat gar nichts. Ja, easy, Alter. Weißt du, es bist Asche von Patches. Ha, Hufeisenring. Katharina-Rüstung. Ja, hahaha. Leute, wir haben die komplette Katharina-Rüstung. Easy, Mann. Easy, Digga. Er würde uns nämlich verarschen und das hier runter machen. Also das hier runterziehen. Und das ist die größte Verarsche. Da mache ich nicht mit, Leute. Da müssen wir da dort hoch und so weiter. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock, Leute. Darauf habe ich null Bock. Null. Null Bock. Okay, mit denen. Die jucken uns nicht. Wir gehen einfach hier rein. Okay, da ist direkt ein Leuchtfeuer, Leute. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Direkt ein neues Leuchtfeuer. Dornenhelm. Was? Geil. Das sieht ja richtig cool aus, Leute. Wie geil das einfach aussieht. Das sieht einfach richtig geil aus. Ganz ehrlich. Okay, mit diesem Helm nicht so. Okay. Eid beitreten. Rosarias Finger. Okay.
Oh. Alles klar. Wir sind jetzt noch mehr im Eid drinnen. Okay, das hier passt, würde viel mehr dazu passen. Dann schließlich will ich, dass es passt. Okay, das. Das passt sogar viel mehr. Das sieht geil aus, Leute. Das sieht geil aus. So, ich weiß nämlich, wo es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt alles in der Kathedrale gemacht. Das war eigentlich relativ leicht, würde ich mal sagen. Aber trotzdem war es ein bisschen schwer. Diese Logik, ne? Immer. Diese Logik einfach. Das ist die Kutjapal-Logik. Diese Logik. Das ist die Kujapal-Logik. Ja. Das ist die Kujapal-Logik. Übrigens werde ich gleich Fortnite streamen. Ich habe nämlich heute ungefähr. Oh, Alter. Scheiß Krabben. Diese dreckige Krabben, Alter, mit dem muss man aufpassen hier, sonst. Guck mal, wie der ausrastet. Seht ihr, Leute? Wie die ausrasten, wenn man einer von denen tötet. Die rasten richtig aus, wenn man. Ey, Fensterguide Gelbfinger Hazel ist eingefallen. Wer ist das? Okay, ah! Was? Der eine von denen noch lebt noch? Warum lebt der denn eine noch? Alter, macht seine Waffe für ziemlich wenig Schaden. Gelfinger Heisel. Hazel. Wer ist denn das? Oh, nicht der. Oh, den kenne ich, Leute. Das ist einer der dümmsten Gegner. Was hat der für ein Schwert? Ja, komm, Digga, also. Also übertreiben kann ich ja. Wie Noob. Der ist ja ein Noob, Alter. Ich habe alle drei zerstört, Digga. Habe einfach alle von denen zerstört. Easy, Digga. Easy. Wie dumm das aussieht, Leute. Wie dumm das einfach aussieht. Ist nicht mehr wahr. Wahrscheinlich, oder? Okay.
Wahrscheinlich, Alter. Heimatknochen. Okay. Okay, da können wir gar nicht hin. Also zumindest noch nicht. Okay, gut. Ich will mal gucken, was für Outfits ich zusammenstellen kann. Beziehungsweise zusammenbauen kann. Ich bin jetzt momentan nämlich Fenstergeist Tamatera ist eingefallen. Okay. Die wollen es wissen, Leute. Die wollen es auf jeden Fall wissen. Ach, schon wieder. Okay, der zerfickt mich. Ja, der zerfickt mich, Alter. Guck mal, der ist bestimmt schon Level. Ah! Ja, komm, Digga. Das ist so unfair, ne? Der hat das Spiel schon durch. Das ist richtig unfair, Leute. Der hat das Spiel schon durch und... Nur deswegen kann er mich zerficken, sonst hätte ich ihn auseinandergenommen. Hätte ich ein bisschen mehr Leben und... Tja, ein bisschen mehr Schaden, hätte ich ihn einfach auseinandergenommen. Auseinandergenommen. So richtig auseinandergerissen hätte ich den. Es war so klar, Alter. Ist aber egal, Leute. Wir gehen schnell Feuerbahn schreien und dann beende ich die Folge. Feuerbahn schreien und dann schnell zur Kathedrale des Abgrunds. Und dann beende ich wirklich die Folge, denn es ist einfach dumm, hier weiterhin zu bleiben. Euer Pfad ist ein gänzlich anderer als der meine. Sanft unverfakte, ich sage euch, ich lebe wohl wohl. Was? Ich hab nur. Nein, ich bin ein Krieger des Sonnenlichts. Was labert die? So, Realität, oder? Nee, uns fehlt noch. Ach du Scheiße, noch 100 fehlt uns. What the fuck, Alter?
Egal, wir müssen sowieso noch zur Kathedrale des Abgrunds. Haben wir noch einen untoten Knochensplitter oder what the fuck? Ist hier los, Digga? So, Pharaons Feste. Sura. Kapelle der Läuterung, genau da. Genau da. Genau da will ich hin. Okay. Genau da will ich hin, Leute. Wir könnten auch damit spielen, Leute, mit dieser Waffe. Ist ja nicht schlecht. Rüstung abwerfen. Frohlocken. So, wechseln. Yeah. Ob das das ist, was ich suche? Mal sehen. Mal sehen, Leute. Router. Rufeisen verstärkt Trittdefekte. Okay. Was soll ich denn bitte schon mit Tritteffekten? Die sind unnötig. So. Eigentlich war's das, ne? Für diese Folge, Leute. Ich level mich noch einmal hoch. Ein einziges Mal. Und dann ist es soweit, dass ich ja erstmal die Aufnahme beende. Und das nächste Folge erst weitergeht. So. Vialität oder was soll ich denn hochleveln? Stärke, oder? Bin mir nicht so sicher, ne? Intelligenz. Ja, Intelligenz, Leute. Wenn wir schon dabei sind, Leute. Lösen wir alles ein, alles an Seelen. Ihr werdet sehen, warum. Ihr werdet sehen. Aber nur die, die mir sehr viel geben, werden eingelöst, natürlich. Genau. Ihr werdet sehen, warum ich das machen möchte. Ich werde es euch nämlich noch diese Folge zeigen. Noch ganz schnell. Ich brauche nämlich einen Stab. Einen Stab brauche ich nämlich noch. Ich glaube, ich kann noch. Nee, noch nicht, ne? Schade, ne? Genau deswegen, Leute. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie viel Schaden es macht. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie viel Schaden es macht. Lade! Lade doch mal! Wie lange braucht es jetzt endlich mal? Es dauert einfach 100 Jahre, bis es ladet. So. Gut.
Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viel Schaden mein Zauberstab auch macht. Buff-Effekte. Kann ich das überhaupt mit das hier? Alles klar, das ist immer. Das macht ja aber viel Schaden, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, fast gar nichts, aber trotzdem. Trotzdem ist das einigermaßen angenehm. Also annehmbar, wie viel Schaden es macht. Okay, Leute. Wir setzen uns erstmal zum Leuchtfeuer. Okay. Lagerkiste organisieren. So. Astora Großschwert. Damit werden wir doch nicht spielen. Haben nämlich irgendwie keine Lust drauf. Riesenkeule. Langbogen. Okay. Stab und Zauberstab haben wir nicht. Oh, kurz. Leute, noch kurz vor 70. Prozent kurz, ganz kurz vor 70%. Digga! So, Waffen durchwirken. Ne, den Claymore. Heiligen Talisman. Ich glaube, da macht es automatisch viel mehr Schaden, ne? Glaube ich. Glaube ich nur. Ich glaub's nur, Leute. Glauben heißt nicht wissen. Lagerkiste organisieren. Und schnell so. So, Leute. Also, wir wissen jetzt, was wir anziehen und so weiter. Also, wir haben uns gut geschlagen, diese Folge. Und wir haben auch den Sigwart von Katharina besiegt. Also, den Faken. Und wir haben seine Rüstung zurückgegeben. Also, ich wünsche euch noch einen guten Tag und tschüss, Leute.